Oi, hallo, guten Abend. Hier sind wir, ne? Ja. Wir machen mit Azazel einen Key-Only-Run. Ne? Das fehlt nämlich noch. Wir suchen uns was Schönes. Am besten Range ab. Am besten ein Range ab. Das wäre toll. Wo ist denn mein Dingskirchen hier? So. Das ist auch cool. Weiß gar nicht, ob das mit dem funktioniert. Glaube nicht, ne? Keys only, haben wir gesagt, ne? Das hast du jetzt zwei Münzen am Anfang? Habe ich auch nicht gewusst. Okay, dann bringt das ja aber gar nichts, das Item. Hä, der hat keine zwei Münzen. Wo sind denn die zwei Münzen her dann? Schade, dass das mit Azazel nichts bringt. Wissen. Macht das wenigstens Poison, meine Tiers jetzt? Brauche ich ja gar nicht zu machen. Ich darf ja gar keine Münzen und so aufnehmen, ne? Ja, macht Poison. Geil. Coole Sache. Keys only. Leute, Keys only. Ich darf es nicht vergessen, ne? Nein. Keys only. No hearts. Keys only. Ich musste das mit Maggie machen. Die hat ja schon vier Herzchen am Anfang wenigstens, ne? Aber ich muss ja schon gucken. Gerade wegen Small Rock und sowas. Bringt mir aber auch nichts, kannst du nicht wegsprengen. Ist das brutal. Stompy wäre eigentlich ganz nice. Mit Maggie Stompy sein wäre ganz cool, ne? Ah, fuck. HP ab, bitte. HP ab, HP ab. Auch in Ordnung. Auch in Ordnung. Darf ich es einfach nicht treffen lassen? Und wir müssen nach unten gehen, ne? Würde ich gerne, ich habe aber doch keine Bombe, ne? Weil soll ich auch eine Bombe bekommen? Das dürfen wir ja, ne? Balls of Steel? Keys only, dürfen wir, dürfen wir. Board, ne? Toll. Nur vielleicht so ein Weg nach unten da ist, ne? Ich hätte mit den... Das war eine Münze. Brauche ich gar nicht hingehen. Es gibt Herzchen. Ach nee, das droppt Herzchen und die kriege ich ja dann nicht. Boah.
Wenn ich das hier nehme. Wenn ich das zuerst nehme, habe ich nur noch ein Herz. Dann hätte ich dann. Dann kann ich das hier nehmen noch, dann habe ich danach ein rotes Herzen. Wenn ich das hier jetzt nehme, hätte ich ein rotes Herzen und würde dann sterben. Das ist also im Endeffekt scheißegal. Nein, anders hätte ich zwei blaue gehabt. Wäre besser gewesen. Egal. Wir dürfen eh keine Herzen aufnehmen und so, es ist scheißegal. Wir haben zumindest mal ein Guppy-Item bekommen und können uns kostenlos Devil Deals holen. Shit. Aber ob ein halbes Herz oder ein ganzes ist eigentlich auch recht wurscht, ne? Hatten wir doch schon. Full Health, yes! Full Health. Super. Das Gift macht's, ne? These Legs, okay. Nee. Außer für einen Key gleich, wenn wir keinen Key haben, ne? Den dürfen wir. Den dürfen wir nicht. Ja, okay. Problem, das einzige Problem, was ich jetzt habe, ist, dass der Devil Deal halt weg ist. Das ist echt sehr, sehr schade. Wir müssen irgendwie rumgucken, ob nicht irgendwo doch noch irgendein Typ ist, ne, der uns halt irgendwas gibt. Zum Beispiel sowas. Könnte aber auch Cursed Eye sein. Dann C. Haha. Naja, könnten wir. Ist für Dings gar nicht so schlecht, ne? Können wir ja schaffen dann. Ist ja kein Problem eigentlich. Oh, ich hätte fast ein halbes Herzen jetzt eben aufgenommen. Das darf ich ja gar nicht. Ich hätte jetzt fast ein halbes Herzen aufgenommen, um mich wieder voll zu machen. Das darf ich ja gar nicht. Ne? Darf ich nicht. Nein, 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 nein. Ja. Ah. Gib mir doch eine P ab, Mann. Curse of the Maze oder was? Ja, anscheinend. Macht das nicht Range ab ohne Ende?
ohne Ende ist übertrieben, aber ein bisschen, ne? Ein Drama. Das will ich nicht nehmen, ne? Scheißegal. Scheißegal. Boah, nice. Ich will da drüben natürlich noch reingehen jetzt. Die Leben dazu haben wir ja, ne? Also der Maze ist echt nervig hier bei solchen Sachen. Okay. Ich weiß noch gar nicht, was ich als letztes machen soll. Wenn ich das hier geschafft habe, ob ich dann zuerst die beiden Delirium Runs machen soll mit den schwersten Charakteren, mit Lost und Keeper. Oder ob ich zuerst ultra hart machen soll. Das ist alles drei so schwer, dass man nicht sagen kann, was ist davon schwerer, ne? Kommt immer auf die Item-Konstellation an. So, jetzt, oh, es ist XL. Wir haben 100% Devil Deal Chancen. Das wird nichts werden, weil wir gegen Marm verkacken werden. Oder jetzt schon. Oder im ersten Raum schon. Aber wir haben wenigstens geklärt, ne? Das auch noch umsonst. Das dürfen wir. Das dürfen wir. Das dürfen wir. Sehr geil. Fuck! Na, kann nicht immer top sein alles, ne?
Es ist, wie es ist. Ich habe einfach gerade schnell durch, wo irgendwas passiert. Nice. Range ist echt gut, ne? Warum kann das jetzt nicht alles anderes sein? Warum ist es NW? Er droppt nichts, was ich haben will. Das darf ich nicht aufnehmen, schade. Schnell raus! Jetzt bücken wir es dann immer durch. Oh, eine Karte. Justice. Nein! Oh Gott, bin ich scheiße! Ach Leute, komm, wir machen nochmal, ne? Was soll's? Gott, wie schlecht. Das, warum das, das passiert einfach plötzlich? Okay. Okay, ich will nur mal wissen, wie das ist mit dem Strahl. Ja, vergesst. Kriegst halt gar nichts down, ne? Ah, also er hat sich wieder so weit gekämpft. Ich meine, ich hatte nur noch 5 Leben, aber du hast halt schon mal... Du bist halt wenigstens vorangekommen, ne? Und das ist jetzt halt alles wieder weg. Ich nehme die Räume mit, einfach wegen Guppy-Teilen, ja. Den Rest habe ich eh nicht aufnehmen, aber Guppy-Teile oder The Pact oder was weiß ich, was da noch alles geben kann. Cursed Eye zum Beispiel. Nein, Spaß. Nein, nehmen wir natürlich nicht. Okay, das ist nicht schlecht. Na? Na, das ist die High Priestess. Ja. So unnötig. Nein, nein! Ah, ich war nicht da, ich war weg. Scheiße. Oh Mann, das war ein schöner Start. Das wäre ein super Start gewesen. Besonders Herzchen dazu. Raum. Naja, so, jetzt rocken wir das Ding hier. Aber nicht mit 4 hin. Nicht mit 4 hin. Schon lange keine Guppy-Items mehr da drin gehabt. Ich suche ja recht oft, ne? Ich kann ja sogar mit Fool raus, wenn es was Gutes ist. Boah, das wird ja heftig, ne? Frage, ob das Sinn macht. Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht, weil du wirst viel zu oft getroffen.
Brauche ich eigentlich Range. Okay. Das ist eine Ansage. Judgment. Ah, warum habe ich... Das war ein Bombenbettler. Warum habe ich den weggesprengt? Shit. Kann, ob ich mir den kaufen darf oder nicht. Das war Blödsinn, den Schlüssel jetzt verschwenden. Komm, fang nochmal an. Auch 99 Bomben ist schon geil, aber ich habe so scheiße gebaut am Anfang. Zwei gute Runs jetzt hergeschmissen. Weggeschmissen. Ja, das bringt gar nichts, weil da kommt halt nichts raus, ne? Ist auch so ein Achievement, ne? Wer sich das ausgedacht hat. Total. Und tschüss. Robo Baby, natürlich. Dafür töte ich den, ne? Dafür töte ich den. Nur wenn hier was super Geiles drin ist. Schon wieder. Man kann da auch durchkommen, inklusive der Kiste berühren, ohne Damage zu bekommen. Aber das ist halt einfach Luck. Okay. Alles klar, Leute. Jetzt halt Gas geben, ne? Schon geil. Dies dürfen wir. Aber sonst nichts, nur Keys. Speed up, size down ist nice. Speed up, size down. Pheromones, ja, von mir. Eigentlich muss ich die kompletten Ebenen machen, um zu gucken, ob irgendwie noch ein Special-Raum da ist. Ich darf sie nicht mitnehmen, Leute. Ich darf's nicht.
hat sich ein Zuschauer aufgeregt, weil ich, muss ich gerade mal erzählen, weil ich bei dem ersten Revelation Mod Video Chapter 1 fünfmal Werbung geschaltet habe. Macht YouTube automatisch. Das war ein 45 Minuten Video, ne? Denke ich mir auch, sag mal, muss das sein? Muss man so crazy drauf sein? Muss man alles nachlabern? Was irgendjemand erzählt? Hat fünfmal Werbung gemacht. Es kommt ja immer auf die Länge des Videos an, ne? Das ist ja das Wichtige. Das Ding liegt scheiße hier, das Herzchen. Das liegt richtig scheiße. Da muss ich jetzt vorbei. Ich hoffe, ich nehme das nicht auf. Problem ist auch, der Ring verdeckt jetzt halt ein bisschen meine Sicht. Na, ich nehme das jetzt halt mit, aber ich glaube, es hilft nichts. Obwohl, vielleicht hilft es jetzt ja was. Nee, nee, nee. Das bringt nichts. Aber wurscht, ne? Tschüss! Ein HP ab! Nope! Nope! Das wollen wir gar nicht, oder? Nein, nein, nein. XL ist in Ordnung. Eigentlich nur ein paar Damage-Ups jetzt. Haben wir hier. Ja, das muss ich. Nice. Tears-Up ist natürlich Weltklasse. Infested. Man tickt das Ding öfters, ne? Macht's halt mehr Schaden. Tears Up ist immer ein Schadensab. Papa Fly. Süß. Ich muss nur echt aufpassen, weil das Ding hier, das, guck, man sieht das nur ganz schwach dann durch, wenn da was drunter liegt, dass ich da nicht aus Versehen drauflatsche, ne? Ich sollte das nicht machen. Das ist okay. Da kann ich auch mal mit was wegschießen vor den Türen. Explosive. Da hier was aufmachen.
Mir aber gar nichts bringt, ne? Doch, ich kann die Kiste da aufmachen. Nee. Mir das ein Herzchen? Ja, es gibt mir ein Herzchen. Das ist großartig. Auch geil. Okay. Weiß, man soll es halt ausreizen. Falsch, ich muss ganz da. Ich hoffe, Batteries zählen, ne? Das wäre ein bisschen blöd, ne? Ich glaube, Batteries zählen nicht. Okay, ich will hier weg. Will ich noch irgendwas Dummes machen und irgendwas Blödes aufnehmen? Ich da unten eingehen noch? Was? Na, bringt ja gar nichts. Aufgeladen, ne? Aufgeladen. Kann ich da unten reingehen? Also ich finde es komisch, dass der Itemraum hier weiter weg ist als der Shop. Kann sein, dass das gar kein Shop ist. Steht da? Das ist ein ganz normaler Shop. Okay. Sieht gut aus, aber ich darf halt nicht vergessen, ich nehme am besten jetzt gar nichts mehr auf, weil wir haben, glaube ich, ah ne, wir haben nur zwei Schlüssel. Okay, ein paar Schlüssel muss ich doch. Curse of the Lost, okay. Okay, ganz widerlich mit Curse of the Lost hier, das muss ich schon sagen. Drei Schlüssel. Sackgasse, toll, ne? Das darf ich ja auch Karten aufnehmen, ne?
Nice. Ich will The Fool, ich will noch ein Item haben aus dem Devil Deal, aus dem Boss Rush. Das ist spannend. Lieber Bomben gehabt. Keine Dings aufnehmen jetzt, ne? Und auch nicht irgendwie reinrennen aus Versehen oder so. Oder von Bomben auf einen drauf schießen lassen oder so. Something's wrong. Damage-Ups wären jetzt echt nützlich, ne? So langsam mal, weil 2,63 ist halt nix, da dauert's halt ewig. Ach, keine Itemraum? Okay. Dann nehmen wir doch den. Mit Full Life gehen wir da rein. Oh, ist das ein Damage-Up? Na, ist nur ein Range-Up, das bringt natürlich nix. Krampus wäre jetzt auch ganz nett eigentlich, ne? Den Shop können wir eh vergessen, immer. Das ist eben. Brownie. Ein Angel Deal, okay. Das ist auch nett. Das ist zumindest schon mal Damage ab. Okay, wir kommen Protector. Das ist auch in Ordnung. Und weiter. Wir müssen gleich auch dran denken, falls wir zu Moms Fuß da kommen sollten, das Negative mitzunehmen, ne? Denn es geht nur über das Negative. Cute. Mehr Chance auf einen Angel Deal. Ist auch nice. Are you a wizard? Warum sollte ich das machen, ne? Obwohl, eigentlich könnte man. Ah, ne, das Reroll into something else, ne? Dann definitiv nicht. Ich will ja nicht mein Bild verlieren. Ich will ja nur meine Stats verlieren, eigentlich. Wir müssen aufpassen, wir sind dann der Stompy. Wenn ich den Nail aktiviere. Nee, Pike Axe brauchen wir nicht. Wenn die so heißt, Red Pike Axe. Keine Ahnung.
aufpassen, wenn wir nochmal zurücklaufen müssen. Oh fuck, da oben. Ne, unten sind die. Oh, mach doch nicht so einen Scheiß. Vision. Ich will eigentlich die Fool mitnehmen, also ziehen wir die Vision jetzt hier, ne? Okay. War das hier? Ne. Negativ mitnehmen. Ja. Perfume. Setzt Damage ab. Oder es ist Blattlast, ne? Okay. Ich natürlich auch dran denken, runterzugehen, ne? Das Gute ist, wenn du Full Life hast, kannst du schon mal keine Herzen aufnehmen. Boah, Spannung. Wie viel Damage haben wir denn jetzt eigentlich? Okay. Die Tierrate ist halt ziemlich bescheiden noch, ne? Was okay, es ist okay. Bin vollkommen zufrieden. Krieg alles Blatt. Schön. Oh Gott, aufpassen hier. Ja, nicht unnötig irgendwie die Bombe da unten aufnehmen oder so, ne? Rolex, ja, natürlich. Aber es ist okay. Das Rolex ist okay. Ne? Mit unserem Bild ist das vollkommen in Ordnung. Ein HP ab, ja, nehme ich mit. Hier bekommen wir
Ich weiß nicht, ob der Holy Shot mit dem Ring geht. Ich glaube ja nicht. Ja? Also nehme ich da. Ich glaube nicht. Also nehme ich das Ding da unten mit. Jetzt haben wir nämlich zwei Protectors. Sonst hätte ich natürlich Holy Shot mitgenommen. Oder Holy Light, keine Ahnung, wie es heißt. In irgendeine dumme Falle reinlaufen jetzt. Wäre blöd. Schade wär's, da wär das. Bin froh, dass ich Full Life habe und keine Herzen aufnehmen kann. Das ist echt so. Sackgasse. Warum nur? Okay. Little Brimstone bringt mir wirklich nichts, weil ich halt nicht auflade, ne? Ihr seht's, ich bin noch nicht so stark. So wie ich sehe, haben wir noch nichts aufgenommen bisher, glaube ich. Also es müsste noch funktionieren. Noch müsste es funktionieren. Oh, the Lost. Warum? Hat gerade eine Münze irgendwo getroppt? Ich hoffe nicht. Also da in der Mitte schon, aber... Nee, keine gesehen. Ich gehe da gar nicht ran. Ich muss aufpassen, ich habe ein Herzchen verloren. Das heißt, ich kann eins aufnehmen, ne? Muss ich aufpassen. Wichtig. Full Lives. Full Life ist sehr, sehr wichtig. Hoppa, hoppa. Achtung, Bombe. Zum Bombe. War eine Sackgasse, oder? Ja. Auch eine Sackgasse. Scheiße. Okay, beim Zurücklassen und Laufen jetzt riesig aufpassen. Ich sehe es halt auch nicht auf der Map, was irgendwo noch rumliegt oder so.
nicht hier weit. Geh da weg. Okay. Boss, wo bist du hier? Okay. Ich hab keine Bomben. Noch habe ich nichts aufgenommen, Leute. Ich habe noch nichts aufgenommen. Okay. Die Void, natürlich. Die Void. Okay. Wir sind im Dark Room, Leute. Wir sind im Dark Room. Nachher habe ich gar keine Kiste, obwohl ich könnte Kisten aufmachen. Ist ja Blödsinn. Ich habe ja Full Life. Das heißt, die Chance, dass ich jetzt ein blaues Herz aus Versehen aufnehme durch Bombendrops, ist nicht gegeben. Ja, den nehmen wir natürlich mit. Fies, ne? Also auch eine Sackgasse, toll. Auch eine Sackgasse. Da kommst du auch mal raus? Muss das sein? Drei Stück, natürlich drei Stück. Zweimal Death, natürlich. Scheiß drauf. Schieb mir ja keine Bombe irgendwie unter jetzt. Ob das wahr sein. Oh.
mir einfach den Boss jetzt. Noch zweimal. Die machen es mir aber auch wirklich nicht leicht, ne? Da ist er. Los, Drecksackos. Komm schon. Tillamp müsste eigentlich reichen, ne? Wir sind jetzt nicht mehr in der Versuchung, irgendwie irgendwas hier aufzunehmen. Ha, klar. Also dann. Sieht gut aus, Leute. Willst du da ausweichen? Okay, der eine ist tot. Egal. Komm, gib mir das Achievement. No. Und? Yes! Da ist es. Geil. Nur noch drei Achievements. Also drei Hauptachievements. Und Raum. Boah, das war echt wichtig mit Ludovico, ne? So. So, wir gucken uns das mal an. 331 von 339 haben wir. Krass. Das hier, das sind halt noch drei Hauptachievements. Dann gibt es noch zwei Daily Achievements. Und die anderen ergeben sich halt daraus, dass wir noch zwei bekommen für die Hauptcharaktere. Also Lost und Keeper durchspielen, alles schaffen. Gibt es ja auch nochmal ein Achievement, meine ich. Das wären dann nochmal zwei Achievements. Und das letzte Achievement ist dann, ich glaube, alle Items und alles haben oder so. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gorbis raus, bis zum nächsten Mal. Tschüss.